Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück bei LEGO Survival Fortnite, wie man es nennen mag. Guten Morgen, Farbenbomber. Du wohnst jetzt bei uns im Dorf und ich habe mir überlegt, lass uns über Jobs reden. Was? Kannst du nicht mit uns Jobs reden? Was gibt's so? Wieso redet sie nicht mit uns über Jobs? Ich verstehe es nicht. Dorfzentrum aufwerten. Das machen wir als erstes. Wir brauchen Granit und Holz. Ich habe hier schon mal Kisten hingestellt, wo später dieser Granitschneider da reinkommt. 50. Und wahrscheinlich nimmt er uns jetzt das Holz aus dem Inventar, deswegen machen wir das so. Und werten mal das Dorfzentrum auf. Mhm. Das Dorf im Dürretal. Was ist die nächste Stufe? Knochenwurzel und Marmor. Ja, das holen wir jetzt. So, dann lassen wir aber ein bisschen was hier jetzt. Das lassen wir da. Und wir lassen ein bisschen Stein da. Wunderbar. So. Mein NPC ist versorgt. Oh, wir müssen ein neues Schwert machen. Fällt mir gerade mal auf. Haben wir noch von den Stäben? Haben wir nicht. Haben wir noch Knochenwurzeln? Haben wir noch. Dann machen wir jetzt mal... ...10 als Ersatz, 15, damit auch unser NPC ein besseres Schwert hat. Ja, für den Höhlenausflug wird es reichen, gehe ich mal davon aus. Komm mit. Wir gehen in die Höhle, Muskelkater. Ich habe übrigens hier oben, ich hatte Holz geholt zwischen den Folgen. Und wir haben nicht nur hier eine Höhle, sondern hier oben auch noch. Also wir haben noch zwei, die wir looten können. Also der Seed ist echt mehr als optimal, muss ich sagen. Es wird bestimmt auch noch ein Seed geben, wo Grasbiom, Wüste und Eis nebeneinander liegen. Aber ich finde das schon ziemlich glücklich hier. So. Wir brauchen eine Fackel. Und gehen ab in die Höhle. Da haben wir schon die erste Wurzel. Schlägst du mit? Du hast doch eine Axt, jetzt schlag doch mit. Die Muskelkarte hat keinen Bock. Da oben ist Marmor, den könnten wir holen. Oh, hi. Haben wir noch eine Wurzel irgendwo? Da sind auf jeden Fall noch Skelette. Oh, hier sieht's gut aus. Ja, nice. Die haben uns schon gesehen. Das große Gemetzel. So, dann kriegen wir hier noch ein bisschen Granit. Ich mach dir Platz. Ich behaupte mal, der Muskelkater hat nicht viel abgebaut gerade. Der kann nicht nach oben schlagen. Au!
Nee, NPCs können anscheinend nach oben schlagen. Nee, treffe ich nicht. Da oben auch nicht. Oh, da oben ist aber auch richtig voll und dann sehe ich auch noch eine Kiste. Hatte ich dem kein Schwert gegeben? Könnte sein, dass ich dem kein Schwert gegeben habe, weil wir nicht die Materialien hatten. Gut, wir brauchen erstmal die Knochenwurzel, dann kann ich ihm ja noch mehr machen. Kannst du mal mithelfen? Hilft nicht mit. Gut, hier können wir uns eine Treppe hinbauen, würde ich sagen. Das kommen wir daran. Nö, aber wir können uns ja Platten hinsetzen, ne? Ja, es müsste reichen. Kann natürlich sein, dass es jetzt einkracht. Vielen Dank fürs Mithelfen. Muss mal einen Platz hier freimachen. Machen wir die Eier mal raus. So. Oh, das ist ein Roller. Wieso kommt der nicht raus? Der traut sich nicht, weil er weiß, dass er verlieren würde. Okay, erforschen wir noch ein bisschen die Höhle, würde ich sagen. Oh ja, die nehmen wir mit. Hier müssten wir auch rankommen. Und dann gehen wir raus und machen uns erstmal bessere Werkzeuge. Damit wir hier weiterkommen. Bisschen Pilze im Boden. Hier ist noch eine Wurzel. Haben wir eine Ersatzaxt dabei? Ja. Sehr gut. Hier in der Höhle ist ja noch kein Problem. Aber später in der Höhle, in der Wüste, ist es so kalt, dass man diesen Hitzedrang braucht. Ist hier eine Spinne? Oh nein, der kämpft. Und keiner sagt was. Und vor allem ein Schwert für Kater. Dass der uns besser verteidigt und die ganze Zeit mit der Spitzhacke zuschlägt. Zack. Geht's aber ganz schön tief runter. So, langt das Schwert noch für den Angriff?
Oh, das war der letzte Schlag. Goodie. Dann würde ich sagen, wollen wir die eine Wurzel, die können wir auf jeden Fall noch holen. Die Kiste können wir looten. Federn passen hier nicht rein, das ist blöd. Dann lasse ich Weizenkorn, Himbeersamen da. Und hier war irgendwo noch eine Wurzel, ne? Da. Und da müssen wir erstmal wieder rausfinden aus der Höhle. Ein Skelett. Da hast du die Wurzel im. Oh, da wird es aber immer dunkler hier. Was war denn das? Mega-Lag. Da ist irgendwas mit der Verbindung nicht richtig. Oben in der Mitte wird irgendwas mit Verbindung angezeigt. Wow. Wow. Was ist denn jetzt? Jetzt leckt er sich aber richtig hinab. Okay, ich versuche mal hier rauszukommen. Gibt gerade so ein bisschen Verbindungsprobleme. Da geht's hoch. Oh, da ist noch eine Wurzel. Die muss ich leider noch mitnehmen. Was ist leider? Ja. Okay, es kann sein, dass ich gleich mal einen Neustart mache. Weil das Spiel sagt gerade, nö. Jetzt geht's durch die Schläge. Ja, man landet ja immer so per Zufall auf verschiedenen Servern. Und der hier will dann gerade scheinbar nicht so wirklich. Juhu, wir sind raus. Oh, es regnet. Und wir brauchen eine Fackel, damit wir nicht erfrieren. Wir haben kein Schwert. Komm mit. Okay, Leute, wir machen das jetzt wie folgt. Es ist Nacht, es ist dunkel, Hunger, Pipi, kalt. Wir sehen uns gleich wieder, dann werde ich mal kurz den Server wechseln und dann sollte es mit den Lags auch aufhören. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück. Server scheint sich beruhigt zu haben. Ich mache gerade hier Stäbe. Lasse ich auch mal so weit durchlaufen und wir gucken mal, dass wir das Dorfzentrum upgraden, weil ich habe die Kuschelbeauftragte hier unten rumlaufen sehen. Also wir brauchen 10 mal Holz, 10 Planken und 15 Marmor. Planken und Marmor. Damit könnten wir das Dorfzentrum mal upgraden. Dann hätten wir noch einen Platz mehr. Hoffe ich mal. Okay. Was ist die nächste Stufe? Ja, können wir mit dem Steinschneider machen. Wenn wir die Granittafeln hätten und das Holz. Könnten wir sogar noch dabei gehen. Wie viel haben wir jetzt? Einen Platz haben wir frei. Wo ist die Kuschelbeauftragte? Oh nein, ist er schon wieder weitergegangen? Nee. Nee, da ist die. Wo ist die Kuschelbeauftragte hin? Ich hab dir doch extra angequatscht. Hast du eine Aufgabe, Farbenbomber? Mal kurz gucken. Dir fehlen Werkzeuge. Lass uns über Jobs reden. Hilf dem Dorf. Ressourcenjobs. Sammle Ressourcen. Ein Tag für Erkundung, alles klar. Die haut uns jetzt Ressourcen aus der Wüste, das ist sehr gut. Wir brauchen noch ganz viel Fasern. Wo sind die Kuschelbeauftragte jetzt hin? Verdammt, die hat hier unten an der Tür geklopft in der Nacht. Ich dachte, ich könnte sie einladen. Da? Nee, das ist sie. Da habe ich meine Werkzeuge entsorgt, da unten. Oh, vielleicht kommt sie ja wieder. Oder sie steht hier oben irgendwo rum. Na, schauen wir mal. Wir haben jetzt auf jeden Fall einen Slot frei. Ich habe auch schon ein Bett hingesetzt. Eigentlich dachte ich, ich könnte jetzt mal direkt einladen. Hat aber irgendwie nicht ganz gereicht. Guti. So, wir brauchen den Steinschneider. Der Steinschneider braucht 20 mal Knochenwurzel und Marmor. Knochenwurzel.
Marmor. Ich mache ihn mit der Leuchte so. Ja, perfekt. Dann haben wir den auch. Jetzt können wir nämlich Granittafeln machen und Marmortafeln und den ganzen Kram. Jetzt schauen wir mal ganz kurz. Nächste Dorfstufe. Das wären 30 Granittafeln und 15 von diesen Stäben. Das können wir alles ansetzen. Da, die haben wir da drin. Und okay. Der Server will wieder nicht. Okay, bis gleich. So, jetzt hoffentlich läuft das ein bisschen stabiler. Ich habe einmal komplett neu gestartet. Das hat aber auch nicht wirklich geholfen. Anscheinend hatten die Fortnite-Server ein bisschen Probleme gemacht. Wie auch immer, ich habe Dinge vorbereitet. Und zwar habe ich Kordel gemacht. Macht man aus den Pflanzenfasern. Kann ich auch mal hier reinlegen. Knochen und Sprengpulver habe ich eben gesammelt. In der Nacht. Oh, hier ist kein Platz, also machen wir das so. Und das Sprengpulver auch. Gut. So. Was wir als erstes machen, ist unser Dorfzentrum aufwerten. Um die nächste Stufe. Dazu brauchen wir Knochenwurzelstab und 30 Granitplatten. Habe ich alles schon vorbereitet. Das haben wir. Und Knochenwurzelstab habe ich auch schon zusammen gefräst. Und wir machen das Dorf auf die nächste Stufe. Level 4. Sehr schön. So, dann müssen wir mehr bauen, um das Dorfwertung hochzukriegen. Und dann können wir noch mit Marmortafeln und den Stäben können wir es aufs nächste Level bringen. Da könnten wir jetzt eigentlich schon mal 20 Marmortafeln ansetzen. Weil die brauchen wir später auf jeden Fall. Warte, nein. Wir gucken jetzt erstmal, was wir noch an Sachen brauchen. Die Saftpresse brauchen wir. Da brauchen wir auch Marmortafeln. Also, machen wir Marmortafeln, Rezept ändern. Wir machen jetzt einfach mal 28. Ups, 29. Ja, sind es halt 29. Ist auch Schnuppe. Goodie, dann brauchen wir einen Bogen. Beziehungsweise hier so eine Armbrust, so eine Recurve-Armbrust. Kann ich einmal herstellen, weil mir dann einen von den Stäben fehlt. Das kann jetzt auch nicht dein Ernst sein. Ich wollte zwei herstellen als Ersatz. Okay, wir machen mal ganz schnell noch einen Stab. Wir machen 6 Stück, dann haben wir ein Ersatzschwert. Oh. Das ist falsch. Sieben. Auch das ist okay. Ist völlig in Ordnung. Ich brauche jetzt erstmal nur noch einen, dann kann ich mich zwei. Dankeschön. So, dann kann ich nämlich zwei von den Recurve-Bogen herstellen. Können wir zwar dem NPC nicht geben. Ach Quatsch. Ich brauche ja 16. Ich brauche viel, viel mehr. Ja, wir müssen oben nochmal in die Höhle. Sonst wird das hier nichts. Ah, da haben wir zwei. Habe ich schon durchge... Wunderbar. Völlig verwirrt. Da oben haben wir ja einen. Den nehmen wir uns als Ersatz mit. Falls hier was schief geht. Machen wir mal so. Wir haben eine Ersatzspitzhacke dabei. Eine Ersatzaxt wäre noch eine gute Nummer. Für die Wurzeln. Da brauchen wir 3 Holzstäbe, 3 Knochen. Okay, haben wir nicht. Holzstäbe. Machen wir mal so. Und 3 Knochen haben wir neben der Werkbank. Sehr gut. Haben auch das noch als Ersatz dabei. So, Essen wäre noch irgendwie eine gute Nummer. Irgendwas zu essen. Haben wir noch was, was wir kochen können? Eier können wir einmal kochen. Wir können die Kürbisse essen. Das gibt auch noch ein bisschen was. Wunderbar. So,
Dann ge. Da oben ist er. Genau, ich habe die Treppe noch umgebaut zwischen den Folgen. Ich habe die Treppe hier hübsch gemacht mit dem Geländer, dass man hier nicht abstürzen kann. Und jetzt gehen wir hier oben nochmal in die Höhle, in diese zweite. Die ist ein bisschen weiter rechts von uns. Ja. Jetzt muss ich mal ganz kurz luren, wie lang die Folge war, weil ich mittlerweile nicht mehr durchblicke. 16 Minuten und wir haben 4, sind wir ungefähr 20 Minuten. Oh, den Mais nehmen wir mit. Das ist gut. Das ist billiges Essen. Könnt ihr einfach auch E drücken, ne? Ist leichter. Nehmen wir noch ein paar Himbeeren mit. Ist auch leichtes Essen. Weil sowas wie Fleisch oder auch gebratene Mais, die geben halt sehr viel Ausdauer. So, ab in die Höhle. Oh, mit wem willst du kämpfen? So, gucken wir hier mal in die Höhle, was hier noch drin steckt. Und dann waren wir in dieser Folge, waren wir in den Höhlen unterwegs. Du hast Hunger. Zum Glück muss man die NPCs nicht noch mit Essen versorgen. Das wäre eine Nummer. Ganz da oben kommen wir irgendwie schneller hoch, außer uns jetzt hier mega hoch zu machen. Wir gehen einfach hier hoch. Ah, hier. Nehmen wir doch einfach den Aufgang. Diesmal kann der Muskelkater auch mithelfen. Er müsste nämlich alle Werkzeuge haben, die ich auch habe. Ich glaube, der findet sich nicht zurecht. So, Muskelkater. Kannst du hier mit draufschlagen? Kommst du da dran? Was ist mit ihm? Hat er keine Lust? Kommen wir da dran? Ja. Sehr gut. Geh mal beiseite, sonst falle ich irgendwie im Kopf. Oh, warte mal, hier können wir noch abbauen. Der Kater, total todesmutig, haut sich hier in die Tiefen. Das ist, glaube ich, normaler Stein, ne? Der hier. Ja, das ist normaler Granit, den brauchen wir nicht einsammeln. So, nicht die Orientierung verlieren. Da oben ist so eine Kiste, sehe ich gerade. Gucken, ob das langt, um hier hochzukommen. Ja, langt. Das nehmen wir mit. Den Stab nehmen wir mit. Das Schild ist besser als meins. Puh. Ja, aber dann ist mein Inventar komplett zu. Ist er jetzt schon zu? Nee, lass ich da. Da ist noch Knochenwurzel, sehr geil. Ich glaube, wir brauchen noch insgesamt mehr von dieser Knochenwurzel. Als wir von anderen Materialien brauchen.
Will der immer an meiner rechten Seite stehen? Kann das sein? Deswegen konnte er eben nicht zuschlagen? Sieht fast so aus. So. Ja, da haben wir die Folgen ein bisschen Ressourcen gesammelt. Oh, Sprengpulver, Schneebären. Ich zieh mir jetzt so eine Schneebäre rein. Hä? Hier ist noch ein Ausgang? Hä? Also sie sind hier definitiv nicht reingekommen, ne? Auf der... Oder? Haben die Höhlen mehrere Ausgänge? Das wäre mir jetzt neu. Wobei, die können verbunden sein. Ich check das mal zum Ende der Folge. Hör mal, ich hole erst noch hier die Wurzel. Und die natürlich auch. Oh, es wachsen dafür Pflanzen. Ah, das ist keine Pflanze, das ist so ein Roller. Zwei Roller sogar. Okay, wir müssen kämpfen. Ich glaube, ich habe keinen Platz im Inventar. Er hat ihn zerlegt. Was haben wir denn? Was können wir denn mal abwerfen? Schubsaftbeeren. Weizenkorn brauche ich nicht mitnehmen. Nehme ich lieber hier das Holz mit. Und dann gehen wir jetzt nochmal gleich raus aus der Höhle und gucken mal, was sich da befindet. Boah, hier ist so viel gute Ressourcen. Das kann ich leider nicht liegen lassen. Das ist ja Quatsch. Irgendwo habe ich meine Fackel. Da ist meine Fackel. Und die nehmen wir mit. Kaputt. Gut, die Kappe brauchen wir auch nicht. Das sind die einfachen, haben wir genügend von. Das Fleisch nehme ich mit. Und da oben an die Decke komme ich rein. Jetzt gehen wir hier mal aus dem Ausgang raus und gucken mal ganz kurz, was das für ein Ausgang ist. Krass, die Höhlen sind ja voll die Teleporter. Guck dich mal die Strecke an. Warte mal. Das ist ein gutes Stück. Also ist jetzt auf jeden Fall weiter, als wir hier im Untergrund gelaufen sind. Warten Sie. Hier sind wir hergekommen. Hier. Und ist auch gar nicht weit, also von der Entfernung. Da oben liegt noch Holz drauf. Das holen wir uns gerade noch. Granit. Und hier müsste der... Ist da nicht der Ausgang da oben? Nee, ist nicht der Ausgang. Oh, ich habe mich verlaufen. Egal, wir sammeln einfach noch ein bisschen. Was denn mit dir los, Kater? Ah, der hat sich an der Wurzel verhängen. So, mal einen ganz kleinen Moment. Moment. Hier sind wir rübergesprungen, da sind wir hoch, dann waren wir unten, waren wir. Ne, das ist der Aufgang, wo wir hoch sind. Hier runter. Aua. Da haben wir uns hochgebaut zur Kiste. Jo, wir haben uns verlaufen. Geil. Und hier war dann der Ausgang, wo ich mich gewundert habe. Okay, dann muss es hier weiter zurückgehen.
muss hier gewesen sein. Da ist er doch. Eieiei. Ja, die Höhlen sind wirklich tricky. Da sollte man sich auf jeden Fall entweder eine Markierung setzen. Ja, jetzt sind wir wieder im südlichen Teil. Also habt ihr gesehen, das war ein ganz kurzes Stück und die Strecke, die wir zurückgelegt haben, ist wesentlich größer. Also die ist fast die Hälfte vom Weg zu unserer alten Basis. Das ist schon praktisch. Den Zahn brauchen wir nicht. Irgendwas ist hier gespawnt. Ah, Skelette. Goodie. Dann würde ich sagen, eine erfolgreiche Loot-Tour. Auf jeden Fall. Da ist unsere Basis, die leuchtet in der Nacht. Und in der nächsten Folge werden wir ein bisschen weiter ausbauen. Und auf jeden Fall eine Fackel in die Hand nehmen. So. Also, bis zum nächsten Mal in Lego Fortnite. Auch wenn ich den Namen immer noch bescheuert finde. Oh. The Ranger ist in der Stadt. Ui. Verteidig mich. Together we are strong. Howdy, Partner. Nugget heißt er. Cool. Also, bis zur nächsten Folge. Dann geht's weiter. Wir werden uns in der Wüste umgucken. Wir brauchen noch jede Menge von diesen, diesen Rollerschalen da. Also diese Schuppen von diesen Rollern. Und dann machen wir auf jeden Fall weiter. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.